Servus Freunde, willkommen zurück zu World of Warcraft, die Schlacht um Orgrimmar. Wir stehen jetzt hier direkt nach dem dritten Boss, vor dem vierten Boss. Uns trennt nur noch ein paar Trash-Mobs vom Boss. Das sind so kleine Reste oder so. Ich hab Angst. Oh Gott, ich leuchte so blau. Die Musik ist übrigens hier ziemlich cool. Hoffentlich kann ich mich gut verstehen. Na okay, eigentlich könnte ich mich gut verstehen. Ich habe mein Mikrofon ja noch ein bisschen angepasst, dass es ein bisschen lauter war, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass ich im letzten Ding ein bisschen... Ah, Mann, da kommen sie wieder. So, auf den möchte ich Kombo-Punkte aufbauen. Oh, Junge, den Tink zerreißt gleich. So, die Mobs sind frickt. Das waren auch alle jetzt. Oh, shit. Da stirbt er weg. Das war ein bisschen viel Mobs. Ja, machen wir mal auf alles, ja. Oh, Glyphe, eitriges Blut. Na, da ist. Kommt eigentlich jetzt der Rest, oder? Ich weiß gar nicht, ob die Leute rissen können. Ja, können sie. Fast wieder verreckt, ey. Hier dürfen wir nicht stehen bleiben, weil dauernd diese Blubs kommen. Heilt mich bitte. Die Blubs kommen so lang, bis der letzte Mob hier getötet wurde. Und jetzt kommt der Boss. Da ist er. Das Schar des Stolzes. Jetzt müssen wir erstmal die Toten wieder aufkratzen, die noch rumliegen. Oh, sorry, ich muss mal kurz gähnen. Oh. Nach der Arbeit immer zocken, das ist immer so, wie, oh, das ist mal so müde. Deshalb mache ich sowas lieber am Wochenende. Oder ich müsste mich nach der Arbeit hinlegen, aber dann kann ich abends nicht so gescheit einschlafen, das ist auch scheiße. So, auf jeden Fall, das Schatz des Stolzes. Den Boss, muss ich sagen, habe ich ehrlich noch nicht ganz kapiert. Das ist eigentlich nur ein Draufgekloppe. Ab und zu kommen ein paar kleinere Trash-Mobs, die man aber weg-AOEen kann. Die Leute postieren sich einfach vorne vor dem Boss, im LFR zumindest. Und ab und zu werden so ein paar Mitspieler in diese Kreise da, die ihr dort seht, die da so rumleuchten. Also die Kreise hier. Oder der Kreis, wird einer so gefangen genommen quasi und da musst du den dann rausholen, indem der auf diese Platten läuft. Diese drei leuchten dann so golden. Und wenn du dann da drauf läufst, also dann wird er wieder befreit und kann wieder weiter im Kampf teilnehmen. Was passiert, wenn du das nicht machst, kannst du dir wahrscheinlich denken. Wahrscheinlich stirbt er oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist noch keiner gestorben. Soweit ich den Boss schon gelegt hatte. Tja, der, naja, der Priester wird unsanft aus der Gruppe entfernt. Das ist übrigens auch so ein kleiner, komischer, ja, wie soll man sagen, so ein kleiner komischer Aspekt vom LFR. Die Leute kicken halt schnell. Besonders Tanks. Ja, das glaubt man kaum, aber die Tanks sind die größten, ja, die größten Buhmänner im LFR.
Deshalb spielen auch sehr wenige Tanks im LFR. Besonders nachdem sie jetzt eingestellt haben, dass man mit anderen Specs rein kann, aber sein Tank hier dann trotzdem bekommt. So. Mache ich gleich noch die Attacke. Ihr seht auch unsere Anzeige da oben. Die ist jetzt auch wieder aktiv, allerdings bei 0. Den Buff haben wir allerdings nicht mehr. Weil das wäre doch ein bisschen OP hier mit 25% Damage auf das Schloss des Stolzes reinzubauen. Und jetzt wieder hier kommen so Mobs. Die werden weg AOE'd einfach. Das ist kein großes, keine große Sache. Da war immer noch einer. So, jetzt wird einer gefangen genommen. Und dann läuft man hier auf die Platten. Und dann ist er wieder frei. Ich glaube, das werden sogar mehr. Jetzt wurde nur einer gefangen genommen, aber ich glaube, das werden mit der Zeit sogar mehr. Könnt ihr ja mal darauf achten, wenn ihr wollt. Allerdings als die Dele musst du eigentlich auf nichts achten, außer dass du da auf die Platten draufläufst, die Mob weg-AOEst. Gott, ich bin richtig müde, ey. Shit. Ich bin richtig unheimlich. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon bei 65% fast. Natürlich ist so ein Effekt auch, dass er mehr Leute gefangen nimmt und bla bla bla. So, jetzt könnte ich eigentlich den Scheiß anmachen. Jetzt mache ich mit jedem Schlag auch Schaden auf die Mobs hier. Und wenn sie wieder weg sind, kann ich sie wieder wegdrücken. Das kann man übrigens schon eher wegdrücken, Klingenwirbel. Bloß der Cooldown läuft eben dann noch. Und man kann es nicht wieder aktivieren. So, jetzt wurden zwei gefangen genommen. Da muss man anscheinend, da müssen zwei drauf stehen. Oh, sorry, ey. Mir geht's gerade ziemlich dünnlich hier. Schlimm. Ich muss danach erstmal eine Pause machen, ey. Okay, mehr wollte ich jetzt eh nicht aufnehmen. Schlimm. Obwohl ich heute nicht so lange gearbeitet habe. Sondern nur 8 Stunden. War ich nicht ganz okay heute. Aber wenn ihr den Part seht, ist das wahrscheinlich eh schon wieder ein paar Tage her. Selbstreflexion. Kommen wieder die Mobs. Machen wir das an, machen Schaden weiterhin auf den Boss. So, unsere Skills angezündet. Ja, jetzt kann ich es wieder ausmachen. Ja, da kommt wieder der... Zack, und die ist wieder frei. Da hinten ist noch einer gefangen. Aber das waren jetzt zweimal zwei Leute. Aber, naja, okay, im LFR sind es wahrscheinlich nur zwei. In den heroischen Modus wird es wahrscheinlich auf allen 4 Plattformen sein. Ich weiß gar nicht, ob man da im heroischen Modus auch sich so vor dem Boss versammelt oder hinter dem Boss versammelt. Oh, aus Versehen weg. Ah, jetzt kommen wieder die Mobs. Jetzt wird der Klingenwirbel an. Müde war ich schon lange nicht mehr. Aber was will man machen, ne? Arbeit muss ich ja. Sonst kann ich euch nicht mit dem Material versorgen, das ich euch hier bieten kann. Oh, jetzt haben sie gerade das Ding aktiviert.
Kampfrausch. Okay, den Boss kriegen wir auf jeden Fall down, hoffe ich mal. Außer es passiert jetzt noch irgendwas. Der GM drückt auf den Killschalter und wir sind alle verreckt oder wie auch immer. Könnte alles passieren. Aber, oh, ich habe 35% Verderbnis. Und 40. Und da bin ich fast noch verreckt. Oh Junge, war das knapp jetzt gerade. Noch ein Geheimnis bekommen und wieder nur eine Box. Ah. Das war gerade knapp, Leute. Da gibt es natürlich die Brust. Ja, Schmuck und... Hm. Komm, ich mach mal Bonusrollen. Vielleicht gewinne ich ja was. Nein, immer Gold, ey. Ich habe, glaube ich, erst einmal was mit den Bonusrollen gewonnen in der Instanz. Nun jo, Leute, das war der erste Teil von Die Schlacht um Orgrimmar. Wir sehen uns dann im nächsten Teil beim nächsten Boss. Also, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal bei der Schlacht um Orgrimmar.